Hallo Leute, willkommen zurück zu Krastolio, wo ich seit letztem Mal die Forschung abgeschlossen habe. Das heißt, wir können nun Biomasse produzieren. Wir sollten vielleicht aber auch was Neues in die Forschung einreihen. Und da denke ich mir, erweiterte Ölverarbeitung, die Akkumulatoren, dann die Forschungsmodule 2. Die grünen haben wir ja, die blauen haben wir ja schon mal gemacht. Dann geht es hier weiter, Bergbauproduktivität. Und dann habe ich hier gesehen, gibt es Erzanreicherung. Das heißt, wir können das Erz verarbeiten, bevor wir es schmelzen. Aber das braucht eine Vorstufe vor den Öfen. Und ich denke, dafür haben wir hier zu wenig Platz. Das heißt, vielleicht werden wir die ganze Erzverarbeitung irgendwo anders platzieren und dann die fertigen Produkte mit dem Zug ankarren. Aber heute wollen wir uns um die Biomasse kümmern, sprich mal schauen, wie wir das hier oben hinbekommen. Und da ist uns Eisen ausgegangen für Schwefelsäure. Drum mache ich das hier ganz einfach und ziehe das mal so durch. Wir hier ein rotes Untergrundband machen. Machen wir doch das auch rot und dafür nein. Weil hier wollen wir ja eigentlich mit einem zweiten Band Kunststoff runterkommen. Dann legen wir das eins nach drüben. Stellen sicher, dass uns da keine Bäume im Weg sind. Und dann gehen wir einfach mal hier rum. Da fehlt uns noch ein Eck. Sehr gut. Wie soll das aussehen? Ölverarbeitung, denke ich, machen wir etwa hier. Und wahrscheinlich ist das zu wenig Platz. Aber wenn wir so weit sind, dass wir hier zu wenig Platz haben, können wir die Ölverarbeitung ja auch auslagern und die Produkte ankern. Und dann können wir hier oben Platz machen. Hier oben können wir dann die chemische Verarbeitung machen. Chemisch sage ich, weil wir hier für die Biomasse Sauerstoff brauchen. Und Sauerstoff bekommen wir durch Elektrolyse. Wollen wir doch rasch mal
untersuchen, wie denn so die Verhältnisse sind, wenn wir sagen wir 5 rausbekommen wollen, wie viel brauchen wir denn davon? Huh, 60 Biolabore und 8 Elektrolyse. Ich glaube, wir werden das nicht ganz so hochfahren. Insbesondere weil uns hier Eisen und Glas fehlt, um die Labore zu bauen. Dann gehe ich mir das rasch mal holen. Glas haben wir hier. Und Eisen sieht inzwischen besser aus, nachdem ich da ein paar Förderer mehr platziert habe. Ah. Brauche einiges an Biomasse, um ein Labor zu bauen. Ja, ich denke, wir fangen mal mit einem an, mit 2, und dann ist wahrscheinlich eine Elektrolyseanlage ausreichend. Und hoffentlich können wir das für die Elektrolyse das Wasser verwenden, das wir eh schon da nach hoch pumpen. Hier. Gut. Dann stellen wir das mal hier hin. Und wir haben 2 Eingänge. Hier und hier. Wenn wir das so machen, und dann Elektrolyse hier. Dann brauchen wir hier Wasser. Da bekommen wir den Sauerstoff raus. Und wir haben gab es da nicht mal was Richtung Gaskraftwerk? Doch, Gaskraftwerk, das müsste ich ja eigentlich schon haben. Gaskraftwerk. Aber ich denke, da bekommen wir zu wenig raus, dass es sich lohnen würde. Und wir werden einiges an Untergrundbändern, Untergrundröhren brauchen.
Und um das Gas, den Hydrogen, wie heißt das auf Deutsch? Wasserstoff. Wasserstoff. Wasserstoff loszubringen, den fackeln wir einfach mal ab. Dafür brauche ich aber etwas Stahl. Dann lass uns das doch besorgen. Und dann fehlt uns da wahrscheinlich einfach noch dann die Strom. Strom wird uns fehlen. Hier haben wir Stahl. Eine Fackel genügt. Und dann sehen wir Wasser hier nach hoch. Ganze etwas zu weit drüben. Beginnen wir hier nochmals neu. Also, haben wir das. Dann müssen wir auch noch das Flüssiggas hochbringen. Machen wir hier. Beziehungsweise einen weiter nach oben. Gut. Dann haben wir hier sowas. Da machen wir ein Rohr dran. Das machen wir so. Dann kommt die zweite Anlage hier hin. Strom, Strom und ein großer Mast. Machen wir das so. Einmal knicken wir kurz. Und dann ziehen wir das hier zu unserer Stromleitung rüber. Und gehen hier runter, denn das ist auf der anderen Seite von unseren Laboren, Raffinerien. Dann kommen wir uns hier nicht in die Quere. Dann wird erstmal ausgeholzt, damit wir sehen können, wo denn unser Förderband durchgeht. Und da werden wir hier hinkommen. Aber brauchen wir eine Umleitung. Sonst geht's nicht. Mit sehr viel Tunneln drin. Untergrundbänder. So.
Müssen sogar noch eins hoch. Gut. Und dann hier habe ich irgendwo gesehen, fehlt uns, ja, da fehlt uns einmal Untergrund. Und das ist unsere Biomasseproduktion. Hocheffizient, hochproduktiv. Das erklärt es natürlich, dass wir da noch nichts drauf liegen haben. Wenn wir nichts rausgeben. Ah, und hier müssen wir natürlich anschließen. Dann machen wir hier vielleicht einen Lagertank, denn dann kann die Elektrolyse laufen und die brauchen einiges an Sauerstoff, bis sie voll sind. Aber da müssen wir bald was rausbekommen. Ja. Man sieht es fast nicht auf dem Förderband. Und die produzieren 5 Biomasse in 60 Sekunden. Nicht überwältigend schnell. Aber darum wahrscheinlich die hohe Anzahl an Laboren, die wir da bräuchten. Gut, hier hinten, wo wir die Militärverarbeitung haben, da haben wir ja eine Kiste stehen. Und hier können wir dann im Wesentlichen die Biomasse anschließen. Die müssen wir hier rausbringen. Dann machen wir das so. Und dann schauen wir mal, habe ich noch... schön. Die Zahnräder liegen an. Okay, ein paar mehr davon. Davon und davon. Wir haben inzwischen sogar die roten Greifarme hier oben. Nur von den Förderern, da hapert es noch, weil wir zu wenige Eisenstahlträger haben. Da kommt einfach zu wenig Eisen durch. Ein altbekanntes Problem. Gut. Oder auch nicht.
denke, was wir nächstes Mal angehen werden, ist eine Produktionsverarbeitung für die Dinge hier. Damit, wenn wir soweit sind, wir einfach in der Kiste greifen können für die Gleise und alles, was wir sonst noch brauchen. Aber das war's für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!